Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Heute ist der letzte Tag der Leipziger Buchmesse. Ich habe euch ja gesagt, dass man auf der Buchmesse viel sehen und sehr viel lernen kann. Was man lernen kann, das zeige ich euch jetzt. Kommt mit und lernt Deutsch. Im Bereich Bildung gab es alles, was mit Kindergarten, Schule, Universität und allgemein mit Lernen zu tun hatte. Viele Menschen haben sich dafür interessiert. Hier gab es zum Beispiel Informationen zu Physik. Hier konnte man etwas über gesunde Ernährung erfahren, das heißt darüber, wie man gut essen kann. Ich glaube, das ist zum Beispiel nicht gesund. Man konnte auch viel über die Welt und über andere Sprachen erfahren. Zum Beispiel über Ukraine-Stunde für Anfänger, die Idee, die dahinter steht, weil man jetzt erstmal denkt, mein Gott. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на Вкраїні милі. Hier war ich am Stand der sorbischen Sprache. Und dieser Verlag bot Arabischkurse für Deutsche an. Es gab aber auch Kurse für Türkisch, Ungarisch und Vietnamesisch. Zwischendurch musste man ziemlich viel laufen, runter und dann wieder hoch. Und man hatte nicht nur Hunger nach Wissen, sondern auch nach einer Pizza. Natürlich konnte man nicht nur Fremdsprachen lernen, sondern es gab viele Informationen über die deutsche Sprache. Schönen Tag noch auf der Messe. So, und hier befinde ich mich am Stand des Schuhmuseums Weißenfels. Ihr seht, ich habe diese wunderschöne Perücke auf. Das ist eine Perücke aus der Barockzeit. Ich finde die Perücke schon ziemlich schwer, aber die Dame hier am Stand hat mir gesagt, dass die Perücke eigentlich noch relativ leicht ist. Und ich bin froh, dass es nicht heiß ist. Besonders die Kinder waren von den Dinosauriern fasziniert. Aber am Ende des Tages waren auch die Dinosaurier ein bisschen müde. Ich habe dann noch meinen Lieblingszeichner gesehen. Darüber habe ich mich besonders gefreut. Nach der Messe habe ich mich noch ein bisschen ausgeruht, bevor ich wieder nach Hause gefahren bin. So, meine Lieben, das war also wieder mein kleiner Rundgang über die Buchmesse Leipzig. Heute haben wir sehr viel gesehen und sehr viel gelernt. Denkt dran, wenn ihr lest, könnt ihr euer Deutsch verbessern. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg dabei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.